Grüezi, Servus und Hallo, Swiss hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr euch das Video anschaut. Das freut mich wirklich sehr. Ich habe ein Rätsel lösen können, das mich sehr lange beschäftigt hat. Also das Schiff hat mir wirklich so fast jeden Zahn gezogen, den ich habe. Es geht um die Admiral Schröder. Per se ein sehr schönes Schiff. Ein Bijou, wie wir in der Schweiz sagen. Aber wie gesagt, ich hatte echt Mühe mit dem Koloss hier klarzukommen, habe aber schlussendlich einen Weg gefunden und konnte auch eine schöne Runde einfangen und werde euch dann im Video dementsprechend auch noch viel über sie erzählen. So, was haben wir hier denn eingebaut? Als erstes mal das Zielsystem Mod 1, weil ich definitiv die Steuerung verbessern muss. Das Ding streut wie die Hölle in meinen Augen, und dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, 7% mitzunehmen. Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer wäre klasse, wenn wir welche hätten. Und die Reichweite der Sekundäre und die Streuung wird ein bisschen verbessert. Nehme ich so mit. Ich höre und sehe sehr viel, dass man sie komplett auf Sekundär skillen soll. Das wäre dann der Sekundärbatterie Mod 2, den ihr einbauen müsstet. Da habt ihr nochmal 20% mehr Reichweite und 20% weniger Streuung. Ich per se habe es nicht gemacht, weil ich mit dem Schiff aus bekannten Gründen und bestimmten Gründen nicht unbedingt mich so in den Nahkampf begeben möchte, und dementsprechend ist es bei mir die Streuung und auch nicht die Turmdrehgeschwindigkeit. Also Hauptbatterie Mod 2 habe ich darauf verzichtet. Ich habe hier wirklich die Streuung mitgenommen. Aber wie gesagt, wer sie auf Secondary fahren will, der kann das gerne einbauen. An zweiter Stelle haben wir den Antriebsmod eingebaut, weil Ruderstellzeit brauche ich in dem Kutter nicht. Die muss ordentlich aus dem Quark kommen, damit ich mir aus meinem Mist, in dem ich mich manövriere, auch wieder rauskomme. Dann Steuergetriebe Mod 3 ist den. Doch die Beweglichkeit möchte ich haben. Man kann hier aber sehr gut auch das Tarnsystem nehmen. Dann kommt man nochmal 10% bessere Tarnung. Das ist per se nicht verkehrt und auch nicht schlecht. 12,5 Kilometer Hetze, dann seid ihr so bei 11 irgendwas. Ist gar nicht so schlecht. Und zum Schluss habe ich mich für den Hauptbatterie Mod 3 entschieden. Nochmal die Ladezeit verbessern. Dafür einen Malus auf die Drehgeschwindigkeit zu riskieren, ist okay. Was hier sehr gut geht, ist die Feuerleitanlage, also nochmal ein bisschen Reduktion der Streuung, noch ein bisschen mehr Reichweite oder eben auch hier wieder die Sekundärbatterie pushen. Könnt ihr euch frei fühlen. Die Flak müsst ihr nicht pushen, die ist Bombe. Nehmt das, was eurem Spielstil entspricht. Habe ich ja schlussendlich auch so gemacht. So, auf der Brücke ein Novum. Hat es eigentlich schon lange nicht mehr bei mir gegeben. Es ist kein Kollaborationskapitän im Einsatz, weil ich weiß nicht. Die funktioniert so, wie ich sie hier aufgestellt habe. Anders hat die bei mir nicht funktioniert. Der Herr Karl von Müller ist im Einsatz, assistiert von den Herrschaften Mimbelli und Norman Scott. Der Herr Mimbelli, kennen wir alle, verbessert die Ladezeit der Hauptgeschütze. Der Herr Norman Scott verbessert die Granatengruppierung. Und wie gesagt, ich nehme wirklich fast alles mit, was die verbessert, weil sie braucht es wirklich. Basisfähigkeit vom Herrn Karl von Müller ist tüchtig, also wir können schneller fahren. Und dann haben wir ausgesucht, außerhalb der Reichweite Pyromane durchstoßen, steuerbar und Alarmglocke. Gehen wir alles schnell durch. Außerhalb der Reichweite ist euch allen klar, ich will mehr Reichweite haben für meine Geschütze. Pyromane habe ich genommen, um die HE ein bisschen, also die Brandwahrscheinlichkeit zu pushen. Torpedos früher sehen mit und ohne Sonar habe ich nicht für nötig gehalten. Durchstoßen, um die AP zu pushen. Und hier, man kann sehr gut fixiert mitnehmen. Ich habe aber trotzdem mal steuerbar ausprobiert, tendiere aber auch gerne da nach rechts, dass es noch ein bisschen genauer wird. Aber in dem Fall war jetzt mal steuerbar drin. Und hier unten auch eigentlich das erste Mal, dass ich mich gegen vollständig verpackt entscheide, hin zur Alarmglocke. Weil die Alarmglocke, die hat einen lustigen Input. Zeit, die ihr Kreuzer braucht, um die volle Motorleistung zu erreichen. Minus 8%. Also wir haben den Antriebsmod drin und kriegen nochmal 8% mehr Beschleunigung quasi dazu. Und die Ruderstellzeit wird verbessert. Das hilft uns natürlich, aus dem Kappis rauszukommen, wenn wir uns rein manövriert haben. Und der Sondereffekt, der ist super sexy. Ist aktiv, wenn die Schiffs-TP unter 55% sinkt. Das heißt also, wenn unsere TP oder jetzt meine unter 55% sinkt, dann verbessert der Sondereffekt jeden der passiven Effekte auf 23 oder nochmal um 23%. Also 23% nochmal schnellere Motorleistung und 23% noch bessere Ruderstellzeit. Die zwei Effekte, die wir da oben haben, werden da verbessert. Super. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Probiert die deutschen Kreuzer mal mit dem Modus aus. Ich finde das super gut. Weil, ne, wir wissen ja alle, wir kriegen gerne mal eins aufs Näschen als Kreuzerfahrer, sind ja so viele schwere Jungs unterwegs. Und dann ist das ganz witzig, wenn man auf einmal ein hyperagiles Schiff unterm Popo hat, ohne dass man irgendwie Reichweite oder ne, Schadensoutput verliert. Kann ich eben nur ans Herz legen. So, dann kommen wir auf folgende Werte.
Unsere Artillerie, 17,2 Kilometer ist die Reichweite, 15,4 Sekunden die Ladezeit, 30,3 Sekunden Turmdrehgeschwindigkeit, das ist nicht sehr viel, aber auch nicht sehr wenig, also es geht noch gerade so durch. 3150 HE-Höchstschaden mit 25% Brandwahrscheinlichkeit und 8470 AP-Höchstschaden. Gute Werte. Unsere Sekundärbewaffnung ist sehr gut. Ja, dementsprechend ist es auch völlig gut, wenn man die pusht. Ihr habt 128 und 150 mm Geschütze an Bord, 20 plus 9, 7,1 Kilometer, ohne sie zu steigern und hier zu pushen, ist schon die Grundreichweite, das ist natürlich super. Flugabwehr 91, über der Admiral Schröder herrscht Flugverbotszone. Merken die Flugzeugträger auch relativ schnell, lasst euch dann in Ruhe. Die euch nicht in Ruhe lassen, müsst ihr einfach im Auge behalten, weil ihr halt nicht so super beweglich seid, um gerade allem kurzfristig auszuweichen, bisschen vorausschauend fahren. Unsere Manövrierbarkeit, 33,7 Knoten Höchstgeschwindigkeit, 840 Meter ist der Wenderadius, 6,4 Sekunden die Ruderstellzeit. Die 6,4 Sekunden sind gut, werden aber besser, wenn wir eins auf den Schnüss kriegen, für das haben wir die Alarmglocke dabei. Und dann macht die auch ordentlich Spaß. 33,7 Knoten ist okay. Ist jetzt nicht hyperdüper, aber auch nicht gerade unbedingt buh. Kann man gut mitnehmen. Tarnung 12,5 Kilometer. Eigentlich nicht so schlecht und nicht so gut. Wenn ihr da den Tarnmod einbauen solltet, gehen da nochmal 10% weg, also 1,25 Kilometer. Und dann seid ihr bei 11, irgendwas. Kann man sehr gut spielen. Und Spaß mit haben. So, Panzerung. Die habe ich mir natürlich als erstes mal angeguckt. Und hier haben wir einen 27 mm Bug. Das ist per se ein Grund, sich zu freuen, weil 27 mm heißt, dass wir ordentlich was abkönnen. Wenn wir das mit 14,3 multiplizieren, dann muss unser Gegner also 387er Kaliber haben, um uns 360 Grad überwinden zu können. Das ist natürlich oben raus bei den Schlachtschiffen per se überall so, aber bei den Kreuzern natürlich nicht. Also vor Schlachtschiffen müssen wir uns eigentlich immer hüten. Ist ganz klar, ne? Die haben natürlich schnell mal über 400er. Aber gerade gegen schwere Kreuzer, ne? Müssen wir nicht unbedingt fürchten. Und quer ab, das ist die Schnittstelle hier. Ich habe das schon mal gezeigt. Ne? Das, was da jetzt... Ne, wo blinkt es? Hinten blinkt es. Egal, wo es blinkt. Das ist die Schnittstelle. Das sind die 27 mm wieder. Und quer ab haben wir dann auch nochmal 100 mm. Das ist dann der untere Teil. Da hinten auch. Und die Unterseite ist dieser orangige Streifen, der ist 40 mm. Also per se, sie ist gut gepanzert. Dann haben wir eine Doppelpanzerung. Wir haben hier noch einen Torpedoschutz mit 27 und 190 mm. Ja, sieht also sehr schön aus. Gucken wir uns nachher noch an, wie das mit der Zita passt. Die Zitadelle ist per se, ja eigentlich schon, wie die Deutschen das so eigentlich fast immer haben, ein akkurates Stück Metall, das sich vom vordersten bis zum hintersten Turm zieht. Und Unterseite 40 mm, Torpedoshot, das ist das Breite hier 45 mm, quer ab, das ist die Schnittstelle vorne und hinten je 100, das Deck hat 60 mm, also gar nicht so schlecht gepanzert. Und wenn wir uns den Torpedoshot angucken, dann sehen wir eigentlich, dass sie seitlich nicht ganz alles abdeckt, aber von vorne nach hinten ist sie eingefasst, also nicht irgendwie so ein kleines Oval, doch da unten. Ja, aber das tut nicht so viel zur Sache. Ja, der vordere und hintere Teil, diese Schräge da, die ist nicht eingefasst. Aber wie gesagt, wenn der Yamato da irgendwas auf euch schießt, dann ist die Schräge euer kleinstes Problem. Und wenn wir dann noch die Kasematte angucken, die das Ganze schön abschließt, dann haben wir da vorne 25 mm. Das Deck hat 60 mm, der Panzergürtel 90 bis 190. Also das dünklere Stück da unten hat 190, das orange hat 90 mm. Dann haben wir wieder die Schnittstelle mit 25 mm und das Deck nochmal mit 30. Also sie ist per se sehr schön eingefasst, unsere Zita. Von dem her eigentlich alles ganz gut. Die Geschütze sind auch ordentlich gepanzert. 180, 300 und 220 mm. 305 haben wir auch noch dabei. Und die Aufbauten, das mal gar nicht so hoch. Ja? Also so wahnsinnig viel Aufbauten hat sie nicht. Aber auch darüber frisst sie natürlich Schaden. Und ja, halten wir mal so fest. So, bevor wir sie zu Wasser lassen, wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir doch bitte ein Like, einen netten Kommentar oder ein Abo da. Oder teilt das Video doch mit Freunden, Bekannten oder Verwandten, die das lustig finden, was ich hier mache. Vielleicht ist da ja der eine oder andere dabei, der mir ein Abonnement spendiert. Ihr wisst ja, Abos sind für euch kostenlos, haben den Vorteil, dass meine News umgehend bei euch ankommen. Und für mich bringen sie den Vorteil, dass ich meinem Ziel der 370 Abonnenten näher komme. Wir sind bereits bei 361, also auch da wieder vielen lieben Dank für den oder diejenige, die neu dazugestoßen ist. Freut mich sehr, euch in der
Swiss-Team-Familie willkommen zu heißen. Und auch wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank an die wachsende Zahl von PlayStation-Followern, die auch ganz fleißig sind am Wachsen. Finde ich sensationell. Und ja, macht einfach Spaß, zuzugucken, wie das alles funktioniert. Auch die Streams mit euch sind ein Genuss. Also, wir haben viel Spaß miteinander und so soll es ja auch genauso sein. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir das Rätsel zu Wasser und gucken mal an, was ich mit ihr geschafft habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und sage Film ab. So, da sind wir also mit unserer Admiral Schröder auf Falle unterwegs. Und ich werde begleitet vom Kollegen in der Kitakase und der Republik. Und wir bekommen zu tun mit einer Jütland, Admiral Schröder, Lepanto, Yamato und zweimal großer Kurfürst. Und ihr habt es vielleicht gesehen, technischer Fortschritt, die PS5 hat Einzug gehalten. Ich habe vorhin so einen komischen Knopf gedrückt, jetzt gibt es da so eine Überblendung. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, finde ich irgendwann noch raus. Aber so ist das halt, ne? Neues Spielzeug und jetzt müssen wir es erstmal ausprobieren. Und apropos neues Spielzeug. Ich meine, die Schröder ist aus dem letzten Feldzug und ich habe wirklich seitdem mit der geübt. Also ich bin halt so ein Typ, ich will das nicht wahrhaben, dass es nicht geht. Also probiere ich bis zur Vergasung, wie man so schön sagt, bis das Ding funktioniert. Und die hat mich jetzt, also das war jetzt wirklich so das erste Schiffchen, wo ich habe sagen müssen, boah, lang hat es gedauert. Also wir haben mehr als ein Date miteinander gehabt, bis wir überhaupt rausgefunden haben, dass wir zusammen Kaffee trinken gehen. Und dann ist erstmal nur beim Kaffee geblieben. Dann haben wir mehrere Kaffees miteinander getrunken. Also wir wurden am Anfang nicht so richtig warm miteinander. Und ich habe wirklich so viel Skillung ausprobiert, das glaubt ihr nicht. Bis ich schlussendlich hier gelandet bin. Eben mal ausnahmsweise keine Kollaborationskapitäne, sondern reine Ingame-Kapitäne. Und da funktioniert sie sehr gut. Und ja, was soll ich sagen? Was macht das Ganze denn zum Rätsel? Das Rätsel ist per se schon mal das Schiff als solches. Also mir fehlen fürchterlich die Torpedos. Das heißt, pushen mit einer Schröder... Schwierig, ja. Muss man sehr gutes Timing und sehr gutes Positioning haben, sich sehr gut bewusst sein, was einem da entgegenkommt und auch wirklich keinen Gegner aus den Augen verlieren. Denn wie gesagt, die großen Jungs erwischen euch nur einmal breit oder dreiviertel breit und dann scheppert das aber richtig übel in der Kiste. Zum Beispiel so ein Kurfürst. Die Geschütze sind definitiv nicht konstant, was ihre Streuung angeht. Also sie hat zwischendurch das Konfetti-Programm drin, wo ich mal einfach denke, Mädel, da habe ich nicht hingezielt. Wieso schießt du denn da hin? Ja, auch von der Beweglichkeit her, geht so. Also sie ist jetzt nicht so, ne, hier der Weltmeister im Popo wackeln. Also einen Samba-Wettbewerb gewinnen wir mit ihr nicht. Aber ich habe sie so weit, dass es läuft, wie er so schön sagt. Und... Denn sie wäre per se kein schlechtes Schiff, aber es fehlt ihr einfach der Pfiff. Es fehlt ihr so der letzte kleine, ne, so ein bisschen Pepper im Popo, dass sie ein bisschen spannend und interessant wird. Das fehlt ihr einfach. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Die Sekundäre, ja, habe ich kein Problem mit. Die ist gut, die ist stark. Und ich sehe auch immer wieder Leute, die auf Sekundäre geskillt haben, aber eben... Dafür müsst ihr wirklich wissen, was ihr tut. Also ihr jodelt mit ihr nur einmal aufs Cap und probiert da alles rauszunehmen. Ihr nehmt einfach nicht so, nur weil die jetzt sekundär hat, andere Schiffe mit der raus. Ne? Also, Entschuldigung, wie ich gesagt habe, wenn er die auf sekundär skillt, wenn er mit der auf Nahkampf gehen wollt, müsst ihr wissen, was ihr tut. Ihr müsst wissen, gegen wen er es tut. Und ihr müsst wissen, wie ihr denjenigen entgegentreten möchtet oder müsst, denn ansonsten sinkt ihr, und zwar relativ zackig. Und hier haben wir gerade das Beispiel des letzten großen Themas, das mich bei ihr schier wahnsinnig gemacht hat. Ist mir bei keinem anderen deutschen Kreuzer so extrem aufgefallen wie bei der Schröder, dass mir permanent irgend so ein Hans Wurst die Türme unterm Arsch wegschießt. Das ist fürchterlich. Ich hatte schon Spiele, da hatte ich vorne keine Türme mehr. Schwarz. Da guckten die beiden Rohre kreuz. Ja, was macht ihr mit zwei Geschützen hinten? Ja, rückwärts fahren. Ja, ja, klar, was soll ich auch sonst machen? Oder mir wurde einer hinten komplett rausgenommen. Also, auch das ist nicht so ohne. Und der letzte Teil, ihre Bauart, dieses hinten sehr flache Heck, das lädt natürlich ein, um oben reinzuknallen. Und na, das sind alles Faktoren, die das Schiff nicht anfänger- und einsteigerfreundlich machen. Ihr müsst wirklich, wirklich gut wissen, wie ihr was mit ihr tut. Man kann Spaß haben mit ihr, absolut. Ich hatte die Runde Spaß mit ihr. Es gab auch immer wieder mal Runden, mit der ich Spaß hatte mit ihr. Aus Versehen habe ich auch schon ein, zwei Runden gelöscht, die ich eigentlich, aber das ist halt PS5, ne? Das sieht wieder alles anders aus und ich bin ja ein alter Sack. Bis ich mich da wieder dran gewöhnt habe, vergehen wieder ein paar Monde. Also dementsprechend, per se ein schlechtes Schiff ist sie nicht. Eben auch nicht gut.
Sie verliert definitiv im Direktvergleich mit der Ägir. So ehrlich müssen wir sein. Die Ägir ist überlegen. Ja, und das ist das Statement, was man ihr so geben kann. Sehr viel mehr ist da leider nicht zu sagen. Aber eben, obsolet ist sie nicht, aber sie ist halt ein Schiff, das sich nicht jedem erschließen wird. Das kann ich euch garantieren. Ich sehe das auch tagtäglich in den Spielen, wie die mit dem Mädel durch die Gegend fahren und denke mir so, ja, dir geht's so wie mir am Anfang. Da habe ich auch nicht verstanden, was sie mit der machen soll. Aber mittlerweile geht's. So, ihr hattet gesehen, dass wir mittig gespawnt sind. Wir sind dann nach rechts gefahren, um zu gucken, dass wir das rechte Cap einnehmen. Die Gegner haben uns den Gefallen getan, eigentlich alle sehr mittig zu sein. Also das C-Cap haben wir perfekt einnehmen können und waren dann unterwegs Richtung B. Und unser DD, ja, schön mit der Ortung an Bord, konnte uns immer genau sagen, wo die nächsten Gegner sind, dass wir da nicht irgendwo in eine Falle tappen. Da ist ja wieder die Jutland. Und ja, wir hauen mal eine Salve raus. Könnte ja sein, dass eine Murmel trifft. Und ich habe mich jetzt immer so ein bisschen probiert, auch an der Minimap zu orientieren, wo sind die Schiffe das letzte Mal gespottet worden. Habe mich dann entschieden, hier mal einzudrehen. Ich wollte so ein bisschen näher ran ans B-Cap und gucken, kann ich unseren DD da supporten? Ja, nein. Und na, da sagt der Kollege gerade, er wurde entdeckt. Also wussten wir, dass auf der linken Seite wieder irgendwas gebacken ist, weil rechts kann nichts sein. Da ist clean und safe. Da war kein Schiff rechts. Und ja, jetzt gehen wir da mal gucken, was da so kütt. Ihr seht schon, B umkämpft, also völlig klar. Ne? Die DDs sind da beide auf dem B-Cap. Aber das ist ja immer nur die halbe Wahrheit. Da sind ja noch ein paar Schiffchen mehr unterwegs. Und auch hier sieht man das wieder schön. Und ich kann das so ein bisschen aus unserer Kommunikation mitgeben. Es geht nicht um Biegen und Brechen. Ne? Also, wir haben uns auch immer gut abgesprochen, wo wir sind. Klar, wir haben das auch im Auge, wo wir uns bewegen. Da zeigt er uns wieder die Position vermeintlich des DDs an. Und wir haben dann auch mal entschieden, komm, geh vom Cap runter und roll das Ganze neu auf. Oder wie ich das gleich mache, wo ich gesagt habe: So, Jungs, ich fahre jetzt da mal vor und guck mal um die Ecke. Habe ich rausgehauen, einfach so, war mir gerade so danach. Da ist die Lepanto und dann kam noch was dazu. Ja, klar, die Yamato. Auch schön. Aber es kam noch mal was. Und ich war felsenfest überzeugt, ich fahre jetzt da vor und dann da so rechts rum. Oh, wir haben einen Brand verursacht. Halleluja. Ja, genau. Da kam das große Duo, Yami und GK, wie ich immer so schön sage. Und ich habe gesagt: So, Jungs, ich face die jetzt. Ich fahre jetzt da rum und leg mich mit denen an, woraufhin denn von einem Kopfschütteln kam und von anderen Augen verdrehen, was ihr natürlich gut gehört habt durch die Kopfhörer. Und aber ich muss ja irgendwas machen mit der Schüssel hier. Also ich kann ja nicht einfach immer nur im Kreis fahren und gucken, ob ich schießen kann. Ich wollte jetzt mal wissen, und da wirklich, ich hatte ja auch ein bisschen das Gespür dafür. Ich kenne sie ja mittlerweile relativ gut, was sie so ab kann und was nicht. Und habe gesagt: Nee, nee, ich weiß nicht, was ich tue, aber ich probiere es mal. Seht ihr mal zu, dass ihr B ein bisschen stabilisiert kriegt. Und dreht die jetzt erstmal aus, weil ich wollte jetzt erstmal gucken, ne, wie die Yami da mit dem GK um die Ecke kommt. So, da ist der GK. Also, HE raus. Ja, wir haben freie Bahn, keine Inseln im Weg, nix. Also, wir können kiten. Und da ist die Yami. Da die Yami wesentlich weniger Leben hat, habe ich mir gedacht, ja gut, die nächste Salve geht auf die Yami. Die muss mal als erstes weg. Ne, ihr wisst noch, was ich immer über die Yami sagt. Die schmeißt euch Kombis aufs Deck. Und auch auf dem Schiff wollt ihr keine Kombis. Ich sage es euch. Die tun einfach nur übel weh. So, der Kurfürst schießt. Und wir haben noch nicht die Alarmglocke voll zur Verfügung, weil wir eigentlich noch keinen Schaden genommen haben. Ah, das reicht eben leider nicht. Wir müssen ja unter 55%, damit wir, ne, hier den vollen Bonus kriegen. Kriegen wir jetzt also noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, jetzt gehen die wieder zu. Ah, Moment. Ja, Yami brennt. Ne, vielleicht löscht sie. Wir sind zu. Ja, da platzt die Yami. Alles klar, let's go. Komm, jetzt hier. Attacke Rampante. Aha, die Lepanto. Das war so ein Moment, wo unser DD gesagt hat: Leute, ich ziehe mich zurück, weil mit einer Lepanto am Cap lege ich mich nicht an. Auch das sehe ich so häufig, dass DDs sich mit Schlachtschiffen auf dem Cap anlegen, wo ich sagen muss: Klar, wenn ihr alle eure Torpedos zur Verfügung habt und wenn ihr sicher seid, ihr versenkt die Karre, dann ist das gut. Aber ihr müsst euch im Klaren sein, wenn ihr die nicht versenkt, dass die euch versenkt. Und zwar mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Also, ne? Auch da seht ihr, es ist nicht immer Sinn und Zweck, hier alles auf Biegen und Brechen zu machen. Manchmal muss man auch mit ein bisschen Augenmaß dahinter gehen. Wir schießen mal auf die Lepanto. So, da kommt der Kurfürst. Da habe ich mir gedacht: Jawohl, Kurfürst, komm, ich bin ready. Ich lege mich jetzt mit dir an, wa? So, Lepanto brennt, finde ich gut. Jawohl, alles prima. So, Kurfürst.
Wir haben noch HE geladen. Und ja, ich fahre noch breit. Das ändert sich gleich. Da kommt die Salve, einlenken. Oh, prima, kleinen Streifschuss. Man muss natürlich mit der Alarmglocke aufpassen. Also man muss schon das Gefühl dafür haben, dass man nicht zu stark unter die 55% fällt. Also wenn da nur noch 10 oder 15% Leben übrig habe, ist auch nicht lustig. Aber der Kurfürst macht das eigentlich sehr freundlich für mich und kommt mir hier sehr entgegen, wortwörtlich. Und ich habe gesagt, nee, ich messe mich wirklich mit dem Kurfürst. Ich mache das. So, weiter einlenken, einlenken, einlenken. Ja, sie kommt noch nicht gut um die Ecke, aber ich glaube, er hat da irgendwie, ist dem, glaube ich, das Aim versprungen. Also auf die Distanz kann man ja mir fast nicht vorbeiziehen. Also ich bin ja noch nicht ein Tretboot. Ja, also irgendwie. Komm, hauen wir nochmal einen raus. Und jetzt wechsle ich auf AP, weil ich bin jetzt in einem Bereich unter 8 Kilometer, wo ich den Schlachtern wehtun kann mit meinem Kaliber. So, da prallen schon mal die ersten Mummeln ab. Aber wie gesagt, ne, nicht überdrehen. Also, oh, ging noch. Da müsst ihr aufpassen, ne? Das sind halt eben diese Ruderstellzeiten. Oh, da hat jemand mitgeholfen. Das wollte ich so eigentlich nicht. So, komm, hauen wir jetzt ein Rad. Ja, klar, meine Sekundäre ist am Arbeiten. Aber guckt euch das da oben an. Das ist ja nicht so, dass jetzt 30, 40 Treffer stehen. So, volle Salve raus. Großer Kurfürst, tschüss. Genau. Das sind nicht mal 20 Sekundäre-Treffer, ne? Also. Klar, ich habe es nicht drauf geskillt, aber wir haben jetzt mal so ein bisschen Party gemacht und wie ihr beim Leben seht, klar, ich habe wieder einen Energy Drink genuckelt, aber die kann schon was ab. Das kann die EG auch. Ne? Dann kam da die Schröder. Habe ich mir gedacht, Schröder, hierher. Wollte sie nicht. Ist abgehauen. Gut, dann halt, hau halt ab. Was haben wir da? Die Jütland oder Jottland oder wie immer das man ihn nennen möchte, die junge Dame. So wirklich Interesse hatte keiner von den beiden an mir, fand ich gut, haben wir drauf geschossen. Und na, so darf man eine Schröder nicht fahren. Also ich mein den Herrn in Rot, ne, nicht mich. Weil das tut einfach weh. Ich meine, da stehen, das meine ich. Also, wie gesagt, ihr kriegt nur einmal eins an den Ohren. Für ein zweites Mal reicht es meistens nicht. Er hat das Schwein gehabt, er konnte sich noch ein zweites Mal einfangen. Also, das meine ich. Schon mit Augenmaß und ne, ein bisschen Erfahrung, wie das Schiffchen sich wo verhält. Ich meine, ich hatte bei der GK-Salve auch ein bisschen Glück, aber Handkehr um war ich mir auch ziemlich sicher, dass ich nicht überwinkelt habe, also quasi zu weit offen stand. Von dem her, ja. Ist das so eine Sache aus Erfahrung, ein bisschen Können und ein bisschen Glück, aber Glück gehört so in dem Spiel immer dazu, das wisst ihr ja auch. Wir haben wieder HE geladen, falls die Jutlander auf die Idee kamen, Schröder anzugreifen. Kam sie aber, glaube ich, nicht. Mir war es eigentlich wurscht. Und ja, sehr viel mehr kann ich euch eigentlich zum vollen Schröder so gar nicht mit auf den Weg geben. Das zeigt sich eigentlich relativ gut. Also wir haben eine variable Streuung. Wir haben eigentlich ein sehr widerstandsfähiges Schiff. Wir haben leider keine Torpedos. Wir haben im gewissen Sinne eine Sekundäre. Oh, ich kann nochmal auf die Jutland schießen. Na komm, ein bisschen Pipi hau ich hier noch weg. Macht jetzt den Braten nicht fett. Aber wir sind über 100.000, alles gut. Und Skep nehmen wir, glaube ich, auch ein. Oder auch nicht. Doch, ich glaube, Skep kriegen wir noch. Oh, die ist aus dem Nebel raus. Oh, dann nehmen wir Skep mit. Also, wie gesagt, per se kein schlechtes Schiff. Nicht einsteigerfreundlich. Wenn man sich Zeit nimmt mit ihr, kann man dann ordentlichen Skill hinkriegen, eine ordentliche Skillung. Und dann gibt es auch sicher mal die eine oder andere Situation, wo man sie am Sonntag spazieren fahren kann. Aber per se verliert sie gegen die Aegir. Und wer die Aegir nicht hat, der muss halt ein bisschen mit ihr üben. Und wer die Aegir hat, der muss nicht mit ihr üben, weil da gibt es nicht viel zu üben. So, wir hauen noch eine Salve raus. Vielleicht treffen wir ja noch ein bisschen. Ja, doch, ein bisschen haben wir das noch gemacht. Und das war es dann auch schon zum Video. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute, bleibt mir alle gesund und munter und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Stream oder im nächsten Video. Macht's alle gut, euer Swiss. Oh, erster, tipptopp.